Im Dessauer Paul-Greif-Zu-Stadion ist der Rasen im Anstoßkreis und in beiden Strafräumen großflächig zerstört. Ein Anschlag, wie Polizei und DFB bestätigen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Wir gehen davon aus, dass sehr, sehr aggressive Unkrautvernichtungsmittel aufgebracht wurden auf den Rasen, also auch großflächig. Das ist sehr, sehr aggressiv, das Material, wie wir jetzt so feststellen. Und das lässt sich jetzt so einfach gar nicht reparieren. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Derzeit ist der Platz nicht bespielbar. Die Stadt und beide Clubs suchen gemeinsam mit dem DFB nach einer Lösung. Wir gehen davon aus, dass wir das hinbekommen, das Problem. Zusammen ist man stark und dass wir die Lösung finden, dass am 30. das Spiel hier im Stadion in Dessau-Roßlau stattfinden wird. Eine Entscheidung, ob tatsächlich in Dessau gespielt werden kann, wird noch in dieser Woche erwartet.